Löschen zusammen. Ja, heute ja ein kleines neues Projekt hier im Adventure-Spiel. Und ja, ich hoffe, euch wird es gefallen. Ja, legen wir mal los. Wir spielen das Controller. Glaube ich auch einfacher. Mal kurz auf die einstellen. Voll mit Fenster, ja gut. Okay. Alles klar. Irgendwie hat das nicht so, aber wir legen los. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Helligkeit, Kontrast, ja gut, lass mal so wie es ist. Ja, wird automatisch speichert, das ist schon mal sehr gut. Okay. Wir müssen laufen, okay. Der aus der noch benommen ist, oder irgendwas genommen hätte. Okay, versuchen wir es mal. Dad? Dad? Laufen. Shit. Nein! Nein! Mein Wagen! Jenny! Schwer ja fürs Leben, ne? Ah.
Loslassen! Lass mich los! Die sind im Auto! Jenny! Ich habe meine Familie ermordet! Faye! Ich bin wie mein Dad! Lass mich los! Ich bin wie er! Okay. Der Trucker sah jetzt aus wie aus GTA. Das sieht aus wie Zähne essen. Ein bisschen merkwürdig, aber nicht schlecht. Hi Schätzchen, danke für die schnelle Rückmeldung. Es geht um einen alten Klienten, ein Freund aus Big Sur, Ed Miller. Er glaubt, er sei schuld am Tod seiner Tochter und deren Mutter. Er saß am Steuer, als ihr Auto über eine Klippe raste. Und er hat versucht, sich umzubringen. Und er ist jetzt schon seit einer Woche im Krankenhaus. Wegen Höhenangst, glaube ich. Ach, und er war dehydriert. Vermutlich wegen Alkohol. Robert? Kannst du vielleicht... Ich würde alles übernehmen. Fahrtkosten, Hotel, Spesen, einfach alles. Robert? Was immer du brauchst. Ich glaube, ich erinnere mich an Ed Miller. Der Schriftsteller? Mit dem alles anfing. Ja, dann bin ich gespannt, wie das Spiel wird. Immer sehr nice, auch grafisch sehr schön. Gut, ich könnte noch was herstellen, aber ich glaube, dann würde UBS nicht mitmachen. Ja, da bin ich schon gespannt. Okay, die Ladefrequenzen sind ziemlich lang. Aber gut, wir lassen uns so ein bisschen auf uns zukommt. Die Story ist... Ja, scheint jedenfalls ein spannendes Spiel zu werden. Ja, bin irgendwie schon voll aufgeregt. Claire Miller? Ich bin Dr. Lohman. Robert Carrigan fragte... Doktor! Sie haben keine Ahnung, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie Ed nach Hause bringen. Dafür werde ich ja bezahlt, Mrs. Miller. Es ist ein weiter Weg von L.A. Wann kommt...
kommen Sie her? Wenn alles gut geht, dann morgen früh. Ich will sofort mit Ed loslegen. Ich werde Sie erwarten. Komisches Telefongespräch, wenn die aussteigt. Ja. Schön, Sie kennenzulernen, Ed. Ich bin Dr. Loomis. Doktor in was genau? Doktor. Ja, komm, wir tun die Hand ausstrecken. Bachelor in Psychologie von der UC Berkeley. Master in systemischer und Familienpsychotherapie an der University of Michigan. Robert? Und warum? Promoviert in klinischer Psychologie in Stanford. Okay. Ich gewähre Ihnen Zugriff auf meine Erinnerungen, mein Trauma, mein Zimmer, meine Probleme. Sie haben eine Stunde. Eine. Hey. Ja, wie geht das mal auf Erinnerungen? Der Patient hat keinerlei sichtbare Verletzungen am Innenohr. Damit sind physische Ursachen auszuschließen. Es könnte ein Fall von Akrophobie mit neurologischen Ursachen sein, ausgelöst durch die jüngste traumatische Episode, wie Sie schon sagten. Was ist mit seiner Tochter und dieser Frau? Wissen wir da irgendwas? Offiziell hat Mr. Miller keine Kinder. Und wegen dieser Frau, diese Faye... Nein, nichts. Was allerdings Ihren Wunsch angeht, ihn außerhalb des Krankenhauses zu behandeln... Er ist mein Patient, Doktor. Aber wir gehen einfach mal alles durch. Er ist aufgeschmissen. Er weiß, dass er sich niemals von allein wieder erholt. Doch das ändert nichts daran, dass er sich von mir bedroht fühlt. Oder ist das nur seine Art, um Hilfe zu bitten? Könnte möglich sein. Was sind da? Tisch. Aber wir gehen das mal hier drauf ein. Sollen wir anfangen? Tick, tack. Doktor. Was wollen wir denn da? Sie sagen, es sei Ihr Fehler, dass Ihre Tochter und deren Mutter gestorben sind. Und Sie wollen mir nicht glauben. Natürlich. Es gibt keine Belege dafür, dass Sie eine Tochter haben. Ich hatte die Vaterschaft noch nicht anerkannt. Es ist alles so schnell passiert. Warum hat Robert Carrigan mich wohl gebeten, Sie zu sehen? Weil er steinreich ist, Schuldgefühle hat oder Langeweile. Ich dachte, Sie wären Freunde. Was macht das für einen Unterschied? Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Ziemlich beschissen. Als würde irgendein Arsch ankommen und einem Salz in die Wunde streuen. Klar? Wenn Sie mir nur eine Stunde geben, nutzen wir sie doch sinnvoll, hm? Beschissen? Warum? Warum? Weil ich meine Tochter verloren habe. Weil ich zwei Menschen umgebracht habe. Weil mich alle wie einen Verrückten behandeln. Weil ich in eine Flasche aus einem Dalí-Gemälde schiffe. Weil alles völlig surreal ist. Weil... Wegen Ihnen. Reicht Ihnen beschissen oder soll ich noch weitermachen? Ja. Ed, ich bin hier, um zu helfen. Klar. Geld hat bestimmt nichts damit zu tun. Wie viel bezahlt Ihnen Robert denn so? Überzeugen Sie mich davon, dass diese Faye existiert. Was wollen Sie wissen? Was wollen Sie erzählen? Das ist jetzt
Etwa ein Jahr her. Okay. Ich hatte mich gerade zum Arbeiten hingesetzt. Ich hatte seit Jahren eine Schreibblockade. Da dachte ich an was, das ich mal in einem Interview gesagt hatte. Und wie wir alle unsere Kreativität neu entdecken können, erzählt uns heute Ed Miller, Autor von Gesicht zum Boden, unserer Buchempfehlung des Monats. Ed, darf ich Sie Ed nennen? Willkommen und Glückwunsch. Danke. Wobei ich mir nicht sicher war, ob Sie sich bestechen lassen. Nicht übel, der Kaviar, was? Nur zur Klärung, Sie scherzen. Vergessen Sie nicht, wir sind hier live im Radio. Umso besser. Hört doch eh keiner zu. Okay. Ed, hatten Sie jemals diese Angst vor einem weißen Blatt Papier? Ständig. Und wie gehen Sie damit um? Ich mache da so eine Art Aufwärmübung. Wenn das Hirn nicht anspringen will, muss das unser Körper erledigen. Also lasse ich meine Augen nach einem Ausgangspunkt suchen. Nur da ein Baum. Weiter suchen. Noch. Vögel. Was haben wir noch? Da oben haben wir noch was. Oben was. Dann nehmen wir das. Haben meine Augen das Wort gefunden? Sind meine Finger an der Reihe? Nach diesem Wort lasse ich Sie schreiben, was Sie wollen. Der Trick ist, dabei nicht nachzudenken. Sie sollen frei sein. Okay, frei, müde und traurig. Ja. Interessant. Okay. Echt jetzt? Okay, dann gehen wir weiter. Aber ich würde auch sagen, dann ist hier die Folge erstmal vorbei. Und ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich jederzeit und auch Unterstützung. Und dann, bis dann in der nächsten Folge. Ciao.